Marius, Stamford City, dein Eigentum, dein Eigengewächs, deine eigene Erfindung. Erzähl den Leuten ein bisschen in kurzen Sätzen, was bedeutet Stamford City? Ja, Stamford City bedeutet eigentlich, dass wir die regionale Wirtschaft mit dem regionalen Leistungssport zusammenbringen wollen und auch die regionalen Fans oder die Magdeburger, die mit Herzen an der Sportstadt hängen, dass wir die untereinander vernetzen. Kurz und knapp, alles gesagt. Ich glaube, ich brauche nichts mehr fragen. Wir sind heute hier im Bördepark. Seit einigen Tagen läuft die Aktion Bilder der Hoffnung. Wir haben einige Bilder gesehen. Die werden versteigert von Ulf Steinfort über die Darukis, über Fußballer vom FCM und Boxer und was alles. Ich glaube, unser größter Sportler, den wir jetzt gerade hier haben, sieht man den hier im Bild. Gehen wir ein Stück zur Seite. Matze Musche liegt mit 1050 Euro ganz vorne. Es gibt welche, da kann noch ein bisschen was passieren. Ich hoffe, da passiert noch was. Wer kam auf diese Idee, diese Sportler, ehemaligen Sportler, Entertainer, Musiker zu porträtieren und diese Bilder dann zu versteigern für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung? Genau, perfekt. Ja, also die Geschichte ist daraus entstanden, dass ich auch schon mal vor ein Jahr mit einem Center zusammengearbeitet habe. Da gab es auch eine Geschichte, wo ein paar Persönlichkeiten gemalt wurden. Nicht in den Rahmen das 25, sondern es waren damals 9. Da ging auch der ganze Lös dann halt zu der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung. Und die Idee ist eigentlich faszinierend. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu dem Maler, Michael Stroges, der die auch gezeichnet hat. Der war auch selber hier vor Ort. Und zum Anlass des 25-jährigen Bördeparks bestehen. Mhm. Haben wir uns mit dem Center zusammengesetzt, haben uns was überlegt, was kann man Tolles auf die Beine stellen, wo das Center was von hat, wo die Stiftung im Vordergrund steht, wo wir als Netzwerk, als Vermarkter, regionale Sportvermarkter auch einen Anteil daran haben. Dann kamen wir auf die Idee, 25 Persönlichkeiten aus Magdeburg und Umland, die irgendwo bekannt sind, sich auf Leinwand bannen zu lassen und diese dann für den guten Zweck zu versteigern. Tolle Idee, muss ich sagen. Heute waren wie viele Sportler hier? Ich glaube 6, 7 oder so. Ja, es waren Martin Bierich, Niklas Stolze waren da, Anna Rü, David Robel sind wir bei 4, Dominik Stark 5, genau. Dann haben wir Jules Oelze 6, dann hatten wir noch spontanen Besuch von Sören Bertram, 7 vom 1. FC Magdeburg, Nils Klebe, der 8., der wird auch morgen hier vor Ort sein. Ja. Also was wir hier erreichen wollen, ist einfach nicht nur ein Werbeprojekt, das einfach auf die Beine gestellt werden muss, weil es sein muss, weil dafür Werbebudget bereit liegt, sondern es geht darum, halt etwas Nachhaltiges auf die Beine zu stellen. Und ich denke, das haben wir hiermit ganz gut bis dato hinbekommen. Wir versuchen halt regelmäßig Aktionen auch ins Leben zu rufen mit den gemalten Personen. Die sind auch alle vor Ort, also nicht alle, aber der Großteil. Die Termine finden die auch auf bilderderhoffnung.de. Und da wollen wir halt versuchen, dass auch die Leute, die irgendwo einen Bezug zu der Stadt haben, zu dem Umfeld, auch mit denen in Kontakt kommen. Da wird auf die Torwand geworfen, da wird geschossen. Mhm. Wir hatten die Boxer da, da war immer eine Schlagkraftmessung. Wir haben Dominik Stark gehabt, wir sind Carrera-Bahn gefahren. Wir werden da Rookies da haben, die werden sich nochmal auf der Torwand ausprobieren. Die Schwimmer werden vor Ort sein. Also es finden viele tolle Aktionen statt. Am 19.09. ist ganz wichtig, ist das Finale. Da haben wir was Tolles überlegt. Die ganzen Leinwände werden vor Ort in die Auktion gehen. Alle Online-Gebote werden übernommen und hier vor Ort nochmal aktiv nach oben gepusht. Sehr toll. Also ich kann bloß den Hut ziehen bei so viel Engagement für die Kinderkrebsforschung. Aber warum ausgerechnet die Kinderkrebsforschung? Man hätte ja auch was anderes nehmen können. Ja, genau. Hätte man ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir gegen alles andere uns irgendwie streuen. Nein, aber wenn man was macht, dann macht man das richtig. Ich hatte Berührung Ende 2014 mit der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung, wo ich von den Partner BMW Schubert Motors eingeladen wurde zu einer Gala-Veranstaltung. Und das Thema war eigentlich ging mir sehr nah, zumal wir auch in Erwartung eines Kindes waren. Und das ist halt etwas, was man natürlich nicht einfach mal so hinnimmt, sondern man muss gucken halt, wie kann man den Kindern Hoffnung geben, dass sie, wenn sie an irgendeiner Erkrankung erlitten sind, dass die irgendwie auch eine Zukunft haben. Und die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung ist nachhaltig, die ist transparent, man weiß, wo das Geld hingeht, es ist sehr regional, man hat auch einen Bezug dazu, wo die Gelder auch hingehen und wir können sehr viele Aktionen ins Leben rufen, um der Stiftung an eine Reichweite weiterzuhelfen, dass sie die gewinnt und auch Gelder generieren, um halt daran zu forschen. Jetzt läuft hier auf verschiedenen Monitoren immer, laufen die Bilder ab mit den entsprechenden aktuellen Geboten. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum, was hattest du gesagt? 19.09. Bis zum 19. September. Bist du als Zwischenfazit mit den
ein Gesamtgebot für alle Bilder zufrieden oder könnte man da vielleicht noch ein bisschen was auskitzeln bei dem einen oder anderen? Da muss auf jeden Fall noch etwas nach oben gehen. Also es ist ja ein guter Zweck und gerade die Bilder, die ersteigert wurden, haben auch eine Geschichte. Also es sind nicht irgendwelche Porträts, die man einfach irgendwie sich ausgewählt hat, sondern da haben wir mit Errol Popova auch ganz gut zusammengesessen und haben auch versucht, Bilder zu finden, die halt nicht überall im Netz sind, die etwas Besonderes sind, die eine Geschichte haben, wie Janne Krien mit dem Pokal. Das hat er mir persönlich mit seinem Handy geschossen, wo er Weltmeister mit Dänemark wurde. Das haben wir genommen. Tom Schwarz mit Tyson Fury in Las Vegas ist auch eine Geschichte, die nicht alltäglich ist. Auf jeden Fall. Matthias Muscher als Magdeburger Kind mit seiner Emotion und so zieht sich das komplett durch. Und daher bin ich mir ziemlich sicher, dass viele auch diesen Aufwand und die Geschichte dahinter verstehen und dass da wirklich noch Luft nach oben ist und man ein tolles Porträt, ein Unikat ersteigert mit der Unterschrift der Persönlichkeit und dazu sogar noch einen Beitrag leistet, der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung Geld zukommen zu lassen. 100% und man hat auch die Möglichkeit, eine Spendenbescheinigung dafür zu bekommen. Also es lohnt sich im vollen Umfang. Wunderbar, tolle Idee, tolle Sache. Wir sind das zweite Mal dabei, im Januar, glaube ich, beim Volleyballturnier. Wir werden nach unseren Möglichkeiten euch weiter unterstützen mit Videos, mit Materialien. Auch mal als Fotograf, wenn man es darf. Ja, gut, ein Kameramann ist nicht immer ein guter Fotograf, genauso wie umgekehrt. Aber wir werden das Beste draus machen. Wir werden euch unterstützen. Ich habe noch eine Idee für den Sommer, da reden wir mal separat drüber. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg, hoffe, dass die Boote noch richtig hochgehen, vielleicht alle so über die vierstelligen Bereich, wäre ja traumhaft. Ja. Und wir sehen uns morgen, glaube ich, nochmal. Ich glaube, morgen habe ich noch Zeit, kann ich nochmal kommen? Ich würde mich freuen, also vielen Dank auch für deine Zeit. Also es ist auch nicht selbstverständlich, auch wenn man irgendwo da gerne unterwegs ist und auch gerne Berichterstattung durchführt, aber dennoch macht man das nur, wenn man auch weiß, es ist was mit Hand und Fuß. Ja. Und das machst du, also vielen Dank für die Möglichkeit, dass du das auch videomäßig bei uns unterstützt und das auch präsentierst, damit auch ein paar Leute bewegte Bilder bekommen. Ich glaube, da sind ein paar tolle Szenen dabei. Bestimmt. Ich freue mich selber drauf. Herzlich willkommen. Und ich werde heute die halbe Nacht sitzen und schneiden. Ich hoffe, dass ich nicht einschlafe. Wir wollen ja die Leute auch mit den Bildern versorgen. Genau, und das relativ zeitnah. Ich bedanke mich bei dir. Es hat mir wieder, wie beim letzten Mal, auch sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder und ich wünsche dir, Sanford City und der Krebsforschung alles Gute. Dankeschön, euch auch. Ciao.